Wie richte ich iCloud private Relay auf iPhone und iPad ein? Hallo liebe Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut, bei guter Gesundheit und in einem glücklichen Zustand. Heute habe ich ein neues und wichtiges Video bei Ihnen, wie man iCloud private Relay auf iPhone und iPad einrichtet. Ich hoffe, es gefällt Ihnen, aber bevor Sie es ansehen, abonnieren Sie den Kanal, um alles Neue zu erhalten, und lassen Sie uns nun der Erklärung folgen. Wenn Sie sich hinsetzen und die Keynote der WWDC-21 ansehen, können Sie sofort erkennen, dass Apple der Privatsphäre seiner Benutzer mehr Aufmerksamkeit schenkt. Das erste und offensichtlichste Beispiel dafür war eine Änderung von Siri, um mehr Informationen auf Ihrem Gerät zu verarbeiten, anstatt sich auf die Cloud-Server von Apple zu verlassen. Was ist eine private iCloud-Migration? iCloud private Relay wurde auf der WWDC-21 angekündigt und ist Teil des neuen iCloud Plus Abonnement-Pakets. Außerdem gibt es mit iCloud Plus mehr iCloud-Speicher, Hide My Email und Home Key Secure Video. Kurz gesagt, private Relay stellt sicher, dass jeglicher Datenverkehr von Ihrem iPhone, iPad oder Mac vollständig verschlüsselt ist. Hier ist Apples vollständige Beschreibung von iCloud private Relay. Private Relay ist ein neuer Internetdatenschutzdienst, der direkt in iCloud integriert ist und es Benutzern ermöglicht, sich auf sicherere und privatere Weise mit dem Internet zu verbinden und im Internet zu surfen. Beim Surfen mit Safari stellt Private Relay sicher, dass der gesamte Datenverkehr, der das Gerät eines Benutzers verlässt, verschlüsselt ist, sodass niemand zwischen dem Benutzer und der von ihm besuchten Website darauf zugreifen und ihn lesen kann, nicht einmal Apple oder der Netzwerkanbieter des Benutzers. Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass iCloud Private Relay eine von Apple angebotene Art von VPN ist. Dies ist zwar teilweise richtig, unterscheidet sich jedoch geringfügig von der Verwendung eines VPN. Wenn Sie ein herkömmliches VPN verwenden, können Sie die Region angeben, durch die Ihre Netzwerkdaten laufen. Aber Sie haben nicht die gleichen Mikrokontrollen, wenn Sie private Relay aktivieren und verwenden. So richten Sie iCloud private Relay auf iPhone und iPad ein. Der erste Schritt, den Sie unternehmen müssen, bevor Sie die Vorteile von private Relay nutzen können, besteht darin, dass Sie Ihr Konto auf iCloud Plus aktualisieren müssen. Dies wurde bereits im Juni 2021 eingeführt und beginnt bei 0,99 US pro Monat. Für dieses monatliche Abonnement erhalten Sie nicht nur 50 GB Speicherplatz, mit höheren Speicherstufenoptionen, sondern Apple bietet auch Home Key Secure Video, Hide My Email und private Relay. So aktualisieren Sie Ihr bestehendes Konto von Ihrem iPhone oder iPad auf iCloud Plus. Öffnen Sie die Einstellungen App auf Ihrem iPhone oder iPad. Klicken Sie oben in der App-Einstellungen auf Ihr Name. Tippen Sie auf iCloud. Wählen Sie Speicherverwalten aus. Klicken Sie auf Speicherplan ändern. Entscheiden Sie, wie viel Speicherplatz Sie verwenden möchten. 50 GB, $0,99 pro Monat. 200 GB, $2,99 pro Monat. 2 TB, $9,99/Monat. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf iCloud Plus zu aktualisieren. Sobald Sie Änderungen vorgenommen und gespeichert haben, haben Sie jetzt Zugriff auf mehr Speicherplatz, die Möglichkeit, einen sicheren Home Key Camcorder hinzuzufügen, meine E-Mails auszublenden und eine private Paging-Funktion zu verwenden. iCloud private Relay einrichten. Nachdem Ihr Konto auf iCloud Plus aktualisiert wurde, können Sie mit der Einrichtung von iCloud private Relay beginnen. Folgendes müssen Sie tun, nachdem Sie sich für iCloud Plus angemeldet haben. Öffnen Sie die Einstellungen App auf Ihrem iPhone oder iPad. Klicken Sie oben in der App-Einstellungen auf Ihr Name. Tippen Sie auf iCloud. Wählen Sie im Menü Privates Relay, Beta. Tippen Sie auf den Schalter neben Private Relay, Beta, um es einzuschalten. Tippen Sie nach der Aktivierung auf den Standort der IP-Adresse. Wähle eines der folgenden. Öffentliche Site pflegen. Land- und Zeitzone verwenden. Auf der Seite werden keine weiteren Eingabeaufforderungen angezeigt, stattdessen beginnt sie automatisch zu arbeiten. Nach der Aktivierung können Sie dank der Verwendung einer anonymen IP-Adresse, die sich in einem Bereich anstelle Ihres tatsächlichen Standorts befindet, anonym im Internet surfen.
Und das Beste daran ist, dass, wenn Sie private Rele für Ihr iCloud-Konto aktivieren, es auch auf jedem Ihrer anderen Apple-Geräte wie iPad oder Mac aktiviert wird. iCloud private Rele für bestimmte Netzwerke aktivieren. Eine weitere coole Funktion, die nach der Einrichtung von iCloud private Rele verfügbar ist, ist die Möglichkeit, die Funktion für bestimmte Netzwerke zu aktivieren. Dies kann auf bestimmte Wi-Fi-Netzwerke oder sogar auf Ihren Mobilfunkanbieter angewendet werden. So richten Sie iCloud private Rele für bestimmte Wi-Fi-Netzwerke ein. Öffnen Sie die Einstellungen App auf Ihrem iPhone oder iPad. Tippen Sie auf LAN. Tippen Sie neben dem Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, auf das Informationssymbol I. Tippen Sie auf den Umschalter neben iCloud private Rele auf die Einposition. Wenn Sie private Rele auch mit dem Mobilfunknetz ausprobieren möchten, müssen Sie Folgendes tun. Öffnen Sie die Einstellungen App auf Ihrem iPhone oder iPad. Klicken Sie auf Zelle. Wählen Sie mobile Datenoptionen aus. Tippen Sie auf den Umschalter neben iCloud private Rele auf die Einposition. Wenn Sie mehrere SIM-Karten mit Ihrem iPhone verwenden, müssen Sie im Abschnitt Mobilfunk nach dem Abschnitt Mobilfunktarife suchen. Wählen Sie die Schriftart aus, für die Sie iCloud private Rele aktivieren möchten. Tippen Sie anschließend auf die Umschalttaste, um iCloud private Rele für die ausgewählte Mobilfunknetzverbindung zu aktivieren. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.